Willkommen, One Footballers, zum Fakt ist Transfer-Spezial der Sommerpause 2018. Die 7. Ausgabe ist es schon. Und wie immer behandeln wir in den nächsten Minuten die heißesten Transfers, die neuesten Gerüchte und alles rund um den Transfermarkt. Also, los geht's. Der BVB verpflichtet Abdou Diallo von Mainz 05 für die Innenverteidigung. Lange war es schon im Gespräch und jetzt ist der Transfer fix. Und Borussia Dortmund bezahlt zwischen 25 und 28 Millionen laut unterschiedlichen Medienberichten. Und damit ist Abdou Diallo der zweitteuerste Abwehrtransfer nach Mats Hummels in der Bundesliga. Diallo erhält einen 5-Jahres-Vertrag und zusammen mit Akanji, der auch 22 ist, haben sie jetzt eine starke junge Innenverteidigung. Und Sokratis ist frei, zu Arsenal zu gehen. Wir haben es letztens in Daily ja schon angesprochen und jetzt ist es wirklich passiert. Wallacy wechselt vom HSV zu Hannover 96 für 6 Millionen Euro und ist damit der zweitteuerste Hannoveraner Transfer nach Jonatas. Und jetzt kann man natürlich wieder diskutieren. Ist er die 6 Millionen Euro wert? Ist er sie nicht wert? Und vor allem kann er sie mit seiner Leistung unterstreichen. Und die Hannoveraner hoffen natürlich, dass nicht das gleiche passiert wie bei Hamburg, nämlich Fehlverhalten und dann Suspendierung deswegen. Der VfL Wolfsburg bedient sich in der holländischen Liga und zwar genauer gesagt beim AZ Alkmaar. Wout Weghorst kommt für den Mittelsturm für 10,5 Millionen Euro und seine Stats bei Alkmaar sind beängstigend. 86 Spiele, 45 Tore, 13 Vorlagen, damit kann Wolfsburg auf jeden Fall was anfangen. Und auch der Aufsteiger Fortuna Düsseldorf verstärkt sich im Sturm. Von St. Pauli bzw. ausgeliehen an Holstein Kiel in der letzten Saison kommt Marvin Ducksch, 24 Jahre, Mittelstürmer und in der letzten Saison in 33 Spielen 18 Tore und 11 Vorlagen gemacht. Und diese Stats, ihr wisst, was ich sagen werde, sprechen für sich. Wir sind durch mit den fixen Transfers und kommen zu den Gerüchten. Und Disclaimer, weil ich immer wieder in den Kommentaren gefragt werde, nein, diese Transfers sind noch nicht fix, denn es sind, wie der Name schon sagt, Gerüchte. Borussia Mönchengladbach hat sich ja auf der Linksverteidigerposition schon mit dem 18-jährigen Paulsen verstärkt und braucht jetzt für die andere Seite auch noch jemanden. Das soll Michael Lang vom FC Basel sein. Der Schweizer Nationalspieler hat noch einen Vertrag bei Basel bis 2019 und natürlich möchte man jetzt noch mit ihm Geld machen, bevor man ihn dann ablösefrei gehen lässt. Diese Ablöse soll sich dann im niedrigen einstelligen Millionenbereich befinden. Hannovers Topstürmer Niklas Füllkrug war ja lange Zeit bei Gladbach im Gespräch, allerdings droht dieser Transfer jetzt zu scheitern, denn sowohl Trainer als auch Sportvorstand sind zwar für diesen Transfer, also auf Hannoveraner Seite, allerdings stellt sich Marvin Kind quer und möchte nicht, dass Füllkrug zu Gladbach geht. Das Ausmisten des Kaders bei Borussia Dortmund kann weitergehen, denn der nächste Kandidat auf der Streichliste ist im Gespräch bei einem neuen Verein. Everton zeigt Interesse an Andrija Molenko und der ist ja nie wirklich in Dortmund angekommen, trotz 3 Toren und 5 Vorlagen in 18 Spielen. Außerdem ist Borussia Dortmund auch auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler und das wäre lange Zeit Bonaventura vom AC Milan gewesen. Der wäre dann gegangen, wenn Max Meyer gekommen wäre, aber durch das Financial Fairplay können sie sein Gehalt nicht bezahlen und deshalb ist der Wechsel von Bonaventura zu Dortmund auch in Gefahr bzw. ziemlich unwahrscheinlich. Der BVB ist außerdem am nächsten Supertalent dran. Kamal Bafuna ist 16 Jahre alt, spielte in der U19 des französischen Erstligisten Nantes und wird bezeichnet als der nächste Paul Pogba. Wenn die ihn wirklich an Land ziehen können und wenn das stimmt, dann... Wenn man sich fragt, wer der beste Torwart der letzten Saison war, ist es ein Close Call zwischen Sven Ulreich und Jiří Pavlenka. Letzterer hat mit unglaublichen Paraden und richtig guten Leistungen gezeigt, dass er vielleicht auch international gut wäre und das ist dem SSC Neapel nicht entgangen. Nachdem der Leno-Transfer ja nicht geklappt hat und der lieber zu Arsenal gegangen ist, hat man sich jetzt auf Jiří Pavlenka eingeschossen und der wäre, ja, ziemlich gut eigentlich, obwohl das Werder Bremen-Fans eigentlich und generell den ganzen Verein ziemlich wehtun würde. Der VfL Wolfsburg schraubt weiter an seiner Offensive und soll jetzt am offensiven Mittelspieler vom FC Basel dran sein. El Younoussi ist 23 Jahre alt und konnte in 33 Spielen 11 Tore und 15 Vorlagen machen. Und das spricht für sich. Allerdings soll schon ein Premier League-Club ein Angebot gemacht haben über 20 Millionen und das soll schon akzeptiert worden sein. Deshalb entweder VfL Wolfsburg, zack, Kohle her oder jemand anders suchen. Eine Nachricht, die Nico unglaublich traurig machen wird. Die drei großen Gs, Gomez, Ginczek und Gentner beim VfB Stuttgart sollen auseinandergerissen werden. Zumindest hat der VfL Wolfsburg jetzt Interesse an Daniel Ginczek. Der soll zum VfL Wolfsburg und zwar im Tauschgeschäft mit Daniel Didavi plus ein paar Millionchen. Daniel Didavi fühlt sich ja schon lange nicht mehr so gut beim VfL Wolfsburg, ist nie wirklich angekommen, obwohl er gute Leistungen gebracht hat und mit Daniel Ginczek hätte man dann bei Wolfsburg einen bulligen Mittelstürmer, der Tore machen kann. Win-win für beide. Und auch Hannover 96 ist am nächsten internationalen Transfer dran. Milan Badelj, 29, vom AC Florenz, soll das defensive Mittelfeld der Hannoveraner verstärken. Und er ist schon Bundesliga erfahren. 2012 bis 2014 spielte er
beim HSV. Und zum Schluss ist RB Leipzig dran, Adam Olunupmen von Everton fest zu verpflichten. Denn seine Leistungen in den letzten Spielen waren grandios. Und nicht nur das, sondern auch ein Mittelstürmer soll auf dem Zettel stehen. Danny Ings, 25 Jahre, von Liverpool, soll kommen. Ings kriegt mit Salah, Firmino und Mané einfach viel zu wenig Spielzeit bei Liverpool, wurde sogar in die zweite Mannschaft abgeschoben teilweise. Und deshalb soll er jetzt zu Leipzig. Allerdings haben auch Schalke und Bayer Leverkusen Interesse. Also schnell. Und das war's für heute. Lasst mich wissen, welchen Transfer ihr auf jeden Fall sehen wollt und welches Gerücht einfach nur Schwachsinn ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.